So, ich begrüße dich zum nächsten Video über die Vorteile, die du durch Scrum realisieren kannst und die erreichbar sind. Lass uns wie immer über kurze Aspekte von Vorteilen sprechen, die ich durch die Anwendung von Scrum bei Kunden sehe und die ich auch selbst erlebt habe und für gut befinde. Heute sprechen wir über Qualität und bei der Qualität gibt es immer unterschiedliche Betrachtungen. Achte auch hier immer auf deinen Kontext. Wir sprechen wie immer über komplexe Systeme, in denen wir oft keine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben. Heute ist das Thema bessere Qualität. Was tut Scrum dabei? Ich habe drei Aspekte mitgebracht, die Definition of Done und Akzeptanzkriterien, frühe Validierung auf die richtigen Anforderungen zu kommen und die Testautomatisierung in Summe. Jetzt gucken wir wie immer auf so einzelne Aspekte, auf so einzelne Bereiche, die du mal dir genauer anschauen kannst. Und Punkt 1 wäre die Definition of Done und die Akzeptanzkriterien. Die Definition of Done beschreibt, was alles getan werden muss, um wirklich fertige Arbeit zu bekommen, und zwar für sämtliche Arbeiten, die du in deinem System hast. Also etwas, was für eine Summe von Arbeiten gilt. Die Akzeptanzkriterien gehen ein bisschen anders vor. Die helfen dir, einzelne, also konkrete Arbeit besser zu verstehen, was eben nicht für alle Arbeit gilt, sondern für eine ausgewählte. Mit der Führung des Product Owners nutze Refinements, um ein klares Verständnis durch solche Akzeptanzkriterien zu bekommen. Halte sie an den Product Backlog Items fest. Gib dir die Organisation keine Definition of Done vor. Dann sollten Product Owner und Entwickler sich zusammensetzen und gemeinsam schauen, wann und wie fertige Arbeit aussieht. Punkt 2, das Feedback und die Anpassung. Das kennst du schon. Durch regelmäßige Transparenz, Inspektion und Anpassung hast du ständig einen Überblick über die Qualität. Läuft es gerade in die richtige Richtung? Treten zu viele Fehler auf? Ist die Arbeit nicht schaffbar? Etc. Binde den Kunden hier auch immer in alle Events entsprechend ein, um frühes Feedback und eine entsprechende Validierung zu bekommen, was wir ja auch als Qualitätsaspekt hier sehen können. Punkt Nummer 3. Die Testautomatisierung ist immer ein heißes Thema, gerade in der Softwareentwicklung. Setze hier eine automatisierte Testumgebung ein, um während des Sprints testgetrieben zu entwickeln und am Ende des Sprints dein Inkrement auch getestet zu haben. Für Hardwarebereiche oder andere musst du sowas dementsprechend adaptieren. Das soll es gewesen sein. Welche Vorteile siehst du? Welche Fragen hast du? Ab in die Kommentare damit. Ich danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.